Hallo und moin moin zu einem neuen Video von mir. Ich bin der Murka. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei unserer FIFA 18 Saison mit dem SC Paderborn. Ja, wir sind momentan auf dem dritten Platz. Der direkte Aufstieg muss das Ziel sein. Und wir stehen kurz vor dem Spiel gegen Bremen, die zweite. Die sind auf dem 17. Platz. Aus Bremen 2 haben wir ja auch einen Spieler verpflichtet, Mané. Köln finde ich sehr faszinierend, dass sie so weit unten stehen mit nur drei Niederlagen. Und Karlsruhe marschiert vorne weg. Und weil ich ja heute mal nicht so bin, also Ritter kommt auf jeden Fall. Und Herzbruch darf man von Anfang an ran. Und Mané darf auch von Anfang an ran. Wollen wir nicht lang schnacken? Gehen wir das Spiel an. Wir spielen in Schwarz, Bremen in Weiß. Bei Bremen 2 dürfte ein bekannterer Spieler spielen für mich. Und das ist der Herr Fitzner. Eigentlich ein Ur-Braunschweiger, in Braunschweig geboren, damals bei den Freien Turnern gespielt. Und dann zu Eintracht gewechselt. Ja, gucken wir uns die Aufstellung von Bremen 2 an. Ja, aus, wie gesagt, außer Pfitzner sagt mir keiner sowas. Ich spiele in einem 4-4-1-1. Ja, mal gucken. Es sollte auf jeden Fall ein Sieg für uns werden. Anstoß. Wir gehen gleich mal offensiv drauf. Und Mané mit dem Kopfball direkt. Abseits. Ach, verdammt. Das will ich noch mal auf jeden Fall in der Wiederholung sehen. Das war verdammt knapp. Die Linie ist falsch gezogen, trotzdem müsste das Abseits gewesen sein. Bremen über Jakobsen, über links. Aber Böder hat aufgepasst. Jetzt Krause. Clement. Wieder zu Krause. Oh. War der Keeper noch dran? Ja, war er. Eine Ecke. Kurz ausgeführt. Ohne Erfolg leider. Christian passt auf, Adjel. Und die Gäste mit dem wenigsten Tore überhaupt aktuell. Und wenn das alles das reicht. Und eine erneute Ecke. Schade, schade, schade. Ja, jetzt komme ich wieder unter die Woche.
unter der Woche wird es wieder schwerer für mich vorzuproduzieren. Da muss ich gucken, wie ich das unterbekomme. Da ja, so viel Spaß wie mir das hier macht, aber meine Familie und Arbeit gehen dann halt doch vor, solange ich mit YouTube nichts verdiene. Das heißt, solange ich verdiene mit YouTube nichts, es wird zu 99% so bleiben. Das ist auch nicht schlimm. Ich mache das hier größtenteils für mich. Und weil es mir Spaß macht. Wenn ihr Freude dann habt, dann ist das schön für mich. Wenn es euch nicht gefällt, ist das vollkommen legitim. Und jetzt Mané im Nachsetzen. Sehr schön gemacht. Er jubelt sogar gegen seine alten Kameraden. Der erste Schuss war zwar nicht gut, wie man hier sieht, aber Dufner im Tor auch nicht mit seiner besten Tat. Und so konnte man ihn abschließen. 1-0 oder 0-1 für uns. Ne, 1-0. Wir haben sogar ein Heimspiel. Da wollte ich den Ball noch vorbeilegen, dass ich den Elfer bekomme. So, Böder hat den Ball. Ah. Bleibt an Jakobsen hängen. Aber Böder holt ihn sich schnell zurück. Schonlau. Ritter zurück zu Schonlau auf Böder. Fitzner mit dem Ball. Böder eroberten sich zurück. Clement über die rechte Seite. Und Michel hätte fast den Ball erobert. Schade. Und Böder fängt den Ball wieder ab. Sehr, sehr schön. Bremen versucht mit langen Bällen, aber wieder sofort abgefangen. Fitzner wird bedrängt nach dem Ballverlust von Schonlau, muss das gewesen sein. Und Foul von Krause an Barry. Ajash versucht, Mbom hat den Ball. Fitzner, Mbom. Und unser Keeper will es schnell machen. Sehr schön gemacht von Mané. Aber wieder verloren den Ball. Und Clement hinten. Ah. Da bleibt der Ball hängen. Ajash. Fängt diesen Ball an.
Böhler will ihn noch nach vorne schlagen, aber es ist Halbzeit. Wir führen verdient, definitiv. Es könnte fast noch höher ausfallen. Aber naja, ich muss meine Chancen besser nutzen. So, jetzt ist Halbzeit. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück. Wir spielen weiter. Es steht 1-0. Und jetzt geht's hier weiter. Ich werde vielleicht nochmal gleich auf Offensiv schalten, damit. Es hat hier ganz gut geklappt in der ersten Halbzeit. Ajesh jetzt über links. Herzbruch aus der Distanz, bleibt aber an voller Tang. Aber es gibt die Ecke. So, jetzt geht's weiter. Es tut mir leid, mein Aussetzern, ich muss mich teilweise. Wie gesagt, es ist nach wie vor noch ungewohnt. Böder, schade. Ein Spiel zu kommentieren. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Welches Spiel ihr gerne sehen würdet von mir? Oh, und das war ganz schlecht von Wagner. Den muss er machen. Marc-André Kruska kenne ich natürlich auch. Marlon? Ritter? Ich hoffe zumindest, dass er Marlon heißt. Und das ist ein Elfmeter, verdammte Axt. Da war Schonlau. Nicht gut. Das ist jetzt natürlich sehr konsequent, was ich mache, aber für Schönlau kommt Strohdig rein. Und Tietz kommt für Ritter rein, aber darf im Sturm spielen. Und Michel. Entschuldigung. Marc Fitzner tritt an gegen Karadzic. Souverän verwandelt. 1-1. Marc Fitzner mit seinem zweiten Tor diese Saison. Marc Fitzner auf Wagner. Kruska. Krause passt auf und leitet den Angriff ein. Einwurf für den SC Paderborn. Es war wieder zu dicht an den Keeper. Rudig auf Mühl. Herzbruch.
Och Mann. Ein Punktverlust wäre fatal. Das ist wie eine Niederlage für uns heute. Das gibt's nicht, jetzt liegen wir sogar hinten. Mané mit dem Kopfballtor, sehr schön. Aber da muss noch mehr kommen. Da muss noch mehr kommen. Michel hat die Flanke sehr schön geschlagen. Mané ins lange Eck. Keeper keine Chance gelassen. Zweites Tor dieses Spiel gegen seine alten Kollegen. Erneute Ecke. Ah, Mühl mit dem Kopfball. Sie fangen schon an, auf Zeit zu spielen. Schade, da wollte Ajesh zurücklegen. Pfitzner auf Jakobsen, der mit einem langen Ball, aber denkt an Krasic. Sicher abfangen, aber der Abwurf war nicht gut. Ajesh über die Seite. So, Schmidt. An der Mittellinie zu Wagner. Zu dem Boom. Jetzt kommt Egger Grüß. Keine Ahnung. Abseits Wagner. Ich spiele jetzt sehr offensiv. Tietz auf links. Ah, verdammt, Michel wollte ihn erst annehmen. Vielleicht wäre der direkte Abschluss klüger gewesen. Bertels. Und der Abpfiff. 2-2. Das sind verschenkte Punkte. Die können später im Aufstiegsrennen echt wehtun. Ja, was soll ich sagen? Man nimmt mit einer hervorragenden Leistung. Der Rest, es war heute nur nichts. Ich glaube, eine 9,4 hatte man nie. Dann simulieren wir jetzt noch das Training.
Groß nimmt ein bisschen Fahrt auf, unser Karacic entwickelt sich auch weiter. Wir sind weiter in Dritter. Gucken uns mal die Top-Torjäger an. Unser Michel ist mit Heine auf dem zweiten Platz. Gucken wir, ob wir noch wen drin haben. Nein. Wenn ich richtig gesehen habe, ist keiner mehr drin von uns. Dann haben wir hier noch natürlich die Torvorlagen, wo Mané auf dem siebten Platz ist, also auf dem vierten Punkt gleich. Und Michel da auch mit zwei Augriffen geteilten Zehnten. Genau wie Böder. Ohne Gegentor hat Karac 4, das ist auch nicht schlecht. Gelbe Karten haben wir ja nicht sonderlich viele. Rote Karten haben wir gar keine. Da ist Chemnitz an der Spitze mit 4-mal. Das ist nicht verkehrt. Beziehungsweise ziemlich verkehrt, wenn man so rabiat spielt. So, jetzt simulieren wir bis zum nächsten Spiel. Das ist gegen den VfR Aalen. Wieder mal ein Spitzenspiel. Sind wir mal gespannt, was Aalen leisten kann. Ufuk ist verkauft. Wir hatten Glück, dass Hansa Rostock selbst nur unentschieden oder gespielt hat oder verloren hat. Und jetzt. Ich guck noch mal schnell, wo Galloway liegt. Ich war ja der Meinung, das ist Irland. Galloway United, hatte ich recht. Die eine der schwächsten Ligen. Stellen wir jetzt schon mal die Mannschaft um. Mané bleibt vorne drin. Ja, aber Herzbruch kommt wieder Collins für rein. Strohdig darf jetzt von Anfang an spielen. Die linke Ecke soll mal Clement schlagen. Wir speichern es. Ja, das war es mit der heutigen Folge. Gab nicht so viel zu machen. Vielleicht ist in der nächsten mehr. Ich hoffe trotzdem, ihr hättet Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ciao, ciao. Euer Mocha.